Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich war gestern Nacht wieder unterwegs und habe mir ein paar schöne Schuhe gekauft. Wahrscheinlich habt ihr schon am Titel erkannt, welche das sind. Und ich habe gestern Nacht überhaupt kein Video machen können, also was Vloggen angeht, da es die ganze Zeit geregnet hat und ich nicht wollte, dass meine Kamera nass wird. Aber ja, ich bin noch recht erfolgreich rausgegangen und zwar mit 4 neuen Human Races. Ich muss sagen, dass der Beige noch bei Alex ist, also der gehört Alex. Aber ich habe jeweils 2 von den Multi und einmal 2 von den Oreo bekommen. Ich weiß nicht, ob mich das jetzt irgendwie unsympathisch macht oder so. Aber ich möchte euch die heute trotzdem vorstellen. Und ja, fangen wir direkt an mit meinem persönlichen Lieblingspaar. Und zwar ist das hier. Und der hier hat hier einmal vorne so eine Beschriftung, wo Cloud draufsteht. Oder Clouds wie Wolkenheld. Und hier steht Moon drauf. Das solltet ihr auch wissen, dass es Mond heißt. Und was mir halt persönlich an diesem Paar so gut gefällt, ist, dass der einfach so schlicht ist. Der sieht einfach mega krank aus. Ich weiß gar nicht, ob das hier reflective ist, aber das ist nicht reingestickt, sondern nur raufgeklebt. Ist aber halt so ein Silber. Seht ihr jetzt auch. Und die Laces sind weiß. Außerdem sind hier die Laces wieder beim ersten Human Race sind hier an der Seite so dran gemacht. Und ansonsten halt auch wieder hier in diese Organe vom Menschen. Die sind dann da beschriftet. Irgendwie Leber, Magen und sonst irgendwas. Steht da alles drin, da komme ich jetzt nicht rein. Ansonsten gibt es hier noch diese 2 Farben, grau und schwarz. Ich finde das persönlich so geil, aber ich habe leider nicht meine Größe bekommen. Das ist jetzt eine 46. Seht ihr das? Dieses Muster? Ja. Und hinten ist wie beim alten eigentlich genau das gleiche, ja. Steht dann hinten wieder Pharrell Williams drauf. Und hinten ist dann so eine Naht. So, zwecks Legit-Checks oder so, sollte hier auch noch wieder drin, innen drin so ein schwarzer Streifen sein. Ich zoome da mal ran. Hier der schwarze Streifen und hier das Stitching. Sieht auch sehr ordentlich aus. Ansonsten hat der Schuh hier außenrum nochmal so einen schwarzen Liner. Hier alles außenrum. Schwarz und die Blöcke sind weiß und dieses Gitter ist ebenfalls weiß. So, kommen wir jetzt aber mal zu dem Speziellen oder zu der Besonderheit an diesem Schuh. Da hat nämlich eine Trail-Sohle. Heißt, ist so ein bisschen, macht ein bisschen mehr Grip. Finde ich persönlich, macht den Schuh ein wenig kaputt. Bin ich nicht so der größte Fan, um ehrlich zu sein. Hätte man aber auch gut weglassen können. Und durch diese Trailsohle ist der Schuh halt auch wirklich viel schwerer als der andere. Und ja, ansonsten war es das eigentlich mit dem Schuh. Ich finde, wie gesagt, das ist mein persönlicher Lieblings-Human Race vom 11.11. Und dann habe ich ja noch hier den Multicolor stehen. Der sieht jetzt ziemlich abgespaced aus. Der hat hier, warte, ach ja, der andere hat noch schwarze Ersatzlaces, der hier hat gelbe und hier sind momentan so lilane drauf. Also anfangs fand ich ja den relativ nice, auf den Bildern war meine Zweitlieblingsfarbe, aber in echt sieht er mir dann doch irgendwie zu farbenfroh aus. Da finde ich dann doch den Beigen besser. Ansonsten möchte ich euch nochmal hier kurz dieses Multicolor Prime Knit vorstellen. Nicht ganz wie beim Kith Ultra Boost, aber ziemlich ähnlich. Aber beim Kith Ultra Boost finde ich es dann doch noch ein bisschen besser. Hier vorne, hier oben steht dann raufgestickt einmal Body und einmal Earth. Und wir legen den mal wieder zurück. Und was hier auch wieder auffällt, ist, dass die Cage gelb ist. Die Blöcke sind gelb.
Und dieses Stitching finde ich halt eigentlich mega geil. Muss man auch nicht aufpassen, dass es irgendwie abgeht wie beim anderen. Und hier in der Innenseite wieder dieses schwarze Stitching mit dem gelben Außenliner hier. Und der hier hat ebenfalls wieder eine Trail-Sohle. Die ist nämlich hier ein bisschen lila, würde ich sagen. Lila bis dunkelblau. Vom zweiten Platz bei mir auf den dritten Platz gerutscht. Da ich jetzt den beigen doch ein bisschen besser finde. Ich habe hier noch, hier im Karton habe ich noch einen zweiten Multicolor. Wollte den jetzt tauschen gegen mein Oreo, habe aber noch nichts gefunden. Deswegen werde ich den Multicolor wahrscheinlich verkaufen und werde dann einen Oreo finden oder suchen müssen. Leider, leider. Ja, und für die Review von dem beigen werde ich ihm jetzt mal kurz Alex anrufen. Moment. Ihr Leute, hier werdet ihr gleich reingezoomt. Moment, Dustin. Und jetzt! Tschüss du! Tschüss Leute, wir sehen uns gleich auf meinem oder in meinem Zimmer wieder. Genau so machen wir es. Ciao! So Leute, jetzt geht's noch einmal weiter mit den letzten Human Race. Wir haben zwar nicht alle vier Paare, aber ich weiß gar nicht, was Tu gesagt hat. Das ist so, ich mache eine Review, er macht eine Review. Aber ja, wie gesagt, es geht jetzt mit den nächsten weiter. So Leute, ich habe den beigen Human Race. Ich weiß gar nicht, ob der noch einen anderen Namen hat, aber weil das aber halt beige ist, nenne ich ihn jetzt einfach den beigen. Ich glaube, Tu macht das auch. Ich weiß gar nicht, was Tu jetzt halt alles gesagt hat. Ich kann einfach nur noch mal kurz was zum Karton sagen. Und zwar ist es halt ein klassischer Human Race Karton. Hier ist halt einmal das Size Tag und da steht halt einmal das Pharrell Williams und das Adidas Logo drauf. Und dann ist halt oben nochmal auf der Box halt dieses Dreieck, wo HU drin steht und halt jetzt in dem Fall 2017 drauf. Und hier ist halt diese 3 drauf. Ich glaube, das soll dann dafür stehen, dass das halt der dritte, ja, Human Race Drop halt ist. So Leute, ich habe ja, wie ich eben schon gesagt habe, den beigen Human Race. Der hat ein beiges Upper, dann hat der ein orangenes Cage und orangene Blöcke. Ich würde sogar sagen, dass das fast schon so ein Neon-Orange ist. Es ist auf jeden Fall ziemlich hell aber und leuchtend, aber ich finde das geil. Dann hat der auch die Trail-Sohle, bei denen ist die in Gelb. Und der hat blaue Laces. Auf dem linken Schuh steht halt einmal Walk drauf. Das ist dann so eingestickt. Das finde ich eigentlich persönlich ziemlich cool, weil die Qualität dadurch ein bisschen hochwertiger ist. Bei den Oreos ist das ja im Prinzip nur drauf geklebt, sage ich mal. Und bei denen steht dann Brief drauf. Das ist auch eingesteckt und wie ich eben schon gesagt habe, die Qualität ist halt einfach ziemlich gut dadurch. Wobei ich sagen muss, dass bei denen hier, das muss kurz fokussieren, dass bei denen hier zum Beispiel ja so ein bisschen so ein Fitzel da raussteht. Aber ich sag mal so, das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Tu hat schon alles eigentlich über den Schuh gesagt. Ich kann nur noch mal hier sagen. Hinten steht dann noch mal hier einmal ein Adidas Logo drauf und das Pharrell Williams Logo, wie man schwer erkennen kann, einmal in Silber und in diesem Türkisblau. Und dann ist ebenfalls noch hier einmal drin die klassische Human Race Sohle mit den ganzen Organen und sowas drauf. Und hier drin ist dann einmal das Size Tag. Ach ja, und der Sockliner oder diese Outliner ist noch in Schwarz. Und ja, ich glaube, alles zu den Schuh wurde im Großen und Ganzen gesagt. Eine Sache noch nicht. Und zwar hat dieser Schuh lilane Laces. Also dem die blauen Laces nicht reichen und der lieber lila will, hier ist noch lilane Laces dabei. Ich finde die blauen eigentlich schon ziemlich cool, aber die lilanen finde ich eigentlich auch nicht schlecht. So, also ich glaube, das habe ich schon gesagt, das ist halt mein Lieblings-Human Race von dem Drop. Ich finde den einfach mega cool, auch wenn die Farben ein bisschen, ja, ein bisschen crazy sind. Aber ich glaube, wenn man das richtig gut kombiniert, dann sieht der mega fresh aus. Und ja, ich würde sagen, es geht wieder zurück zu Tu.
So Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und sorry, dass Alex jetzt nicht hier sein konnte. Und dass wir den Grün nicht vorstellen konnten. Ich habe den leider nicht bekommen. Ich hätte mir den kaufen können. Aber ich habe schon 5 Paar an dem Tag gekauft. Ich habe mir an dem Tag schon 5 Paar Schuhe gekauft. Deswegen hatte ich kein Geld mehr übrig, um mir den Grün zu kaufen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Und tschüss!